Es geht nicht, die Dinge darzustellen, wie ich vorhin sagte, dann gehen wir in den Obstladen und gucken uns das an, sondern was dahinter steckt auf dieser Welt. Und da ist an erster Stelle nicht mal die Komposition, sondern die Farbe. Gerade im letzten Jahrhundert, Ende des letzten Jahrhunderts, hatten wir ja eine große Bewegung auch der monochromen Malerei, wo es nur um Farbe ging, in verschiedenen Variationen.